Hier bin ich wieder. Hier unten, ich habe es jetzt hergefahren, die Box macht minus 60 Grad mit 12 Volt. Hier unten haben wir jetzt 57 frisch eingeschaltet. Vorher lief sie auf minus 63. Jetzt ist das Problem, glauben wir dieser Anzeige? Ich habe da meine Standardthermometer. Hat jetzt hier nur 17 Grad im Winter. Wir können diese Anzeige anschauen. Die hat jetzt hier 18,4 Grad. 11 Grad, die geht runter. Was ich hier auch habe, sind geeichte Thermometer. Nur diese Thermometer gehen nur bis minus 30 Grad. Nachher sind sie nicht mehr geeicht. Ja, also kann ich mit diesem auch nicht messen. Klar kann ich den Wodka einfrieren, weil bei der anderen Box ist überhaupt kein Thema, das macht diese Box. Minus 60 Grad, einfach so. Wir haben jetzt minus 5. Ich halte euch den Thermometer hier mal hin. Was sehen wir an der Box? Die Box ist ziemlich zugepackt. Wir haben zwei Kompressoren drin, ein Kaskadenkühlsystem, Wärmetauscher, ja, nicht ein einfacher Kompressor wie bei den anderen, sondern ein zweistufiges Kühlsystem. Wir haben schon minus 23, der reagiert nicht so schnell. Ja, das eine System, der gleiche Kompressor wie hier drin sitzt in der Tiefen, der kühlt runter bis minus 30 Grad im ersten System. Und dann haben wir ein zweites Kühlsystem, was von minus 30 Grad runterkühlt auf minus 60, vielleicht auch minus 80. Momentan haben wir sie bis minus 60 Grad, aber es ist keine Seriekühlbox. Wir bauen das in Einzelanfertigung. Ja, als Einzelanfertigung, mehr nicht. Also kann ich immer noch behaupten, mein Wodka-Kühler, der hier drüben steht, ist immer noch die stärkste Seriekühlbox, die es gibt. Außer ihr kennt jemand, der eine stärkere hat. Der behauptet, so wie zum Beispiel Dometic gesagt hat, wir haben die stärksten Kühlboxen, die jetzt auch ihre Werbung dezent umgestellt haben. Jetzt haben sie nur noch leistungsstarke Kühlboxen. Aber nicht mehr die stärkste. Wir haben hier minus 41 Grad, der Thermometer, 43 Grad. Ihr seht, die geht auch runter. Minus 60 Grad ist ein Kaskadenkühlsystem für den Transport von, keine Ahnung was. Wenn ihr irgendwo eine stärkere Kühlbox seht als diese, die mit 12 Volt läuft, ab Batterie, die runter geht unter minus 60 Grad, meldet euch. Und so wünsche ich euch . Ich habe hier ein Netzgerät mit 12 Volt. Diese Kühlbox läuft ab 12 Volt. Also kann in jedem Fahrzeug eigentlich betrieben werden, nur vergesst den Zigarettenanzünder, da läuft diese nicht mehr. Die Box ist auch eine richtige Energieschleuder. Die zieht bei minus 60 Grad um die 20 Ampere. Die Isolation ist gleich gut,
wie die anderen zwei Kühlboxen oder für diese Temperaturen halt relativ schlecht. Und jetzt schaut hier, ich habe minus 50 Grad, ist dieser Thermometer auch fertig. Also ich kann nicht nachkontrollieren, ob dieser Wert stimmt, der mir hier diese Regel anzeigt. Ich fordere euch auf, wenn ihr eine Kühlbox findet, die leistungsfähiger ist, klar, 20 Ampere Strom ist massiv, die weniger Strom braucht und noch tiefer runterkühlt, meldet euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag.